Sie wollen sich von Ihrer Schuld freikaufen. Wenn Sie es so nennen wollen? Das kann ich nicht zulassen. Das werden Sie wohl müssen. Oder wollen Sie Ihr Beichtgeheimnis brechen? Ich bin festgekettet an das Heizungsrohr. Ich komme nicht los. Es tut so weh. Der Jäger von den Schmetterling war zu offen betört. Was sind das für Worte? Das ist das Gedicht von Nils. Er sagt es immer, immer, immer wieder. Gero, kannst du uns bitte mal erklären, was das soll? Aber gern. Wenn ihr das Geld nicht rausrückt, dann kommen die beiden jetzt jeden Tag zum Shopping. Ihr habt die Wahl. Darf ich euer Schweigen als Einverständnis dafür deuten, dass ihr zahlt? Oder muss ich die beiden Herren erneut bemühen? Du kleine miese Ratte. Aber. Bleiben wir doch bitte sachlich. Gero, du weißt ganz genau, dass wir das Geld nicht haben. Dann gib mir den Laden. Du kannst eine reinhaben. Das würde ich mir an deiner Stelle genau überlegen. Mach dir an dem doch nicht die Finger schmutzig. Steffi. Ich dachte, du wärst beim Shooting. Der Fotograf ist krank geworden und die Assistentin hat mir vergessen, Bescheid zu sagen. Tja, es gibt eben nicht überall einen so ausgezeichneten Service wie hier. Ja, wenn wir sonst nichts für dich tun können, Gero, dann. Nein. Fürs Erste war's das. Ruft mich an, wenn ich's abholen kann, ja? Ja. Bis dann. Was war los? Eine Reklamation. Ja, nur eine Reklamation. Die Vorträge waren nicht so toll. Das lag aber an den Typen, die da vorne standen. Inhaltlich war es okay. Mhm. Naja, nicht alle Galeristen und Manager sind die geborenen Alleinunterhalter. Den Satz unterschreibe ich sofort. Dafür ist Berlin aber doch umso unterhaltsamer. Ich fand's eher arbeitsam. Mhm. Und was haben die Gespräche gebracht? Ich habe einen Kontakt zu einem großen Kunstverlag geknüpft. Mhm. Erzählen Sie weiter. Wir könnten zum Beispiel eine Abteilung für exklusive Kunstbücher einrichten. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir Performances veranstalten. Oder aber... Oh, Dennis, zu viele Pläne. Ich habe eigene. Sie finden die Ideen nicht gut? Doch, aber ich möchte, dass Sie sich zuerst darum kümmern, dass bei Kontur einige meiner Künstler ausgestellt werden. Oder haben Sie damit ein Problem? Überhaupt nicht. Sagen Sie, Frau Schneider, haben Sie schon mit dem Detektiv gesprochen? Der Detektiv, ja. Er tut sein Möglichstes, aber leider gibt es noch keine Ergebnisse. Schade. Sie müssen noch etwas Geduld haben, Dennis. Wenn das hilft, den Täter zu finden. Die Umkleidekabine ist gleich da drüben. Dankeschön. Bitte schön. Ein Materialfehler also? Ja, und schlechte Verarbeitung. Ich rufe gleich mal beim Lieferanten an und mache ein bisschen Druck. Nick war Gero da, weil er wegen des Geldes Druck machen wollte. Nein, er wollte ein neues Jackett. Ist ja wohl verständlich. Ein bisschen groß für Gero, oder? Ist es wirklich alles okay? Das Modell ist mir in letzter Minute eingefallen. Dafür ist es aber auch absolut genial. Wie deine gesamte Kollektion, wenn ich mir im Vorab dieses Urteil erlauben darf. Ich hoffe, die Modewelt sieht das auch so. Sie muss einfach. Und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Clarissa merkt, dass sie verloren hat. Dieser Triumph wäre für mich das Allergrößte. Für mich auch.
Hallo. Hallo. Na, schon aufgeregt? Ich sterbe vor Lampenfieber. Und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Clarissa von Neid der Unterkiefer runterklappt. Bis dahin gibt's eine Menge zu tun. Entschuldigt mich bitte. Du solltest dich lieber ein bisschen ausruhen. Der Abend wird lang. Nur noch ein Telefonat und dann kann ich mich beruhigt hinlegen. Herr Dr. Grohe? Ja, hier ist Barbara von Anstetten. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte Sie nur bitten, mir einen Termin heute zu geben. Das wäre aber sehr wichtig. Ich habe heute meine Präsentation. Ich bin nicht sicher, ob ich diesem Druck schon gewachsen bin. Natürlich. Ja, da kann man nichts machen. Steinfeld, Sie können sich bestimmt denken, weswegen ich anrufe. Den Anzug für heute Abend haben Sie rausgehängt. Natürlich, Frau Gräfin. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Verstehe. Die Kosmetikerin ist bestellt? Selbstverständlich. Gut, das wär's. Mhm. Die Gräfin weiß ihre Kooperationsbereitschaft bestimmt zu schätzen. Sie sehen aus, als hätten Sie gute Nachrichten. Wie ich vermutet habe, Barbara von Anstetten hat mit ihrem Psychotherapeuten telefoniert. Und, was wollte sie von Chor? Laut seiner Aussage hat sie ihn um einen Termin gebeten. Dr. Chor musst du jedoch leider ablehnen. Gute Arbeit. Ja? Frau Schneider. Ich lasse bitten. Mhm. Hallo, Clarissa. Charlie. Meine Dame, ich darf mich dann entschuldigen. Setz dich. Du siehst so gut gelaunt aus. Vermutlich die Vorfreude auf heute Abend. Barbaras Präsentation. Schon vergessen? Ach, nein. Wird bestimmt amüsant. Was findest du daran amüsant, wenn deine größte Rivalin dir die Show stiehlt? Sagen wir, ich gönne ihr den kurzen Moment des Glücks. Ach, aus dir soll einer schlau werden. Komm mit. Wir haben bestimmt viel Spaß. Ohne mich. Mir ist im Moment nicht nach Feiern zumute. Du klingst ganz so, als wolltest mir meine gute Laune verderben. Mit Unpünktlichkeit bringst du es nie zu was. Ich spare dir deine Lebensweisheiten. Wie du willst. Und nimmst den Stoff. Sobald ich das Geld habe. Ich dachte, meine Inkasso-Mitarbeiter hätten das Problem erledigt. Wir haben gerade den Mahnbescheid zugestellt. Deshalb die Verspätung. Das Geld von Christus? Verstehe. Wen rufst du an? Vincent und Fausto. Wusstest du, dass die beiden ausgezeichnete Indoor-Baseballspieler sind? Fausto beherrscht den Schläger wie ein Profi. Was natürlich nicht ausschließt, dass dabei ab und zu was zu Bruch geht. Ach komm, lass das. Das ist nicht mein Stil. Kein Geld haben, ist das dein Stil? Nein. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, damit die beiden zur Vernunft kommen. Gut. Dann sagen wir es eben durch die Blume. Die Wand hier wäre doch ganz okay, ja? Mhm. Dann kümmere ich mich um die Bilder. Ja, und wir räumen um. Willkommen in der Welt der schönen Künste. Dass wir jetzt zusammenarbeiten, heißt noch lange nicht, dass wir Freunde sind, Dennis. Ich kann Geschäftliches und Privates trennen. Wir auch. Macht's gut. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Wenn ihr mich nicht mehr braucht, dann bin ich jetzt weg. Wieso, hast du noch was vor? Schon mal das Wort Hochzeitsvorbereitung gehört? Ach ja, beiläufig. Und falls Gero wieder auftaucht und Geld will. Gero hatte nur ein Problem mit seinem Jackett, stimmt's, Uli? Ja, leider. Na, wenn ihr meint. Wir gehen jedem Ärger aus dem Weg. Ja, wir kommen sogar mit Dennis klar. Tschüss, bis nachher. Tschüss. Danke, dass du mitgespielt hast. Kein Problem. Obwohl ich nicht verstehe, warum du es ihr nicht sagst. Sie ahnt doch sowieso schon was. Wenn der Laden erstmal in seine Einzelteile zerlegt ist, ach was, so weit wird's nicht kommen. Was willst du denn machen? Willst du Gero die 400.000 Mark geben? Keinen Pfennig kriegt er von uns. Und wenn er keine Ruhe gibt, dann zeigen wir ihn einfach an.
Nummer. Die Polizei lacht sich krank, wenn du denen das erzählst. Hast du vielleicht eine bessere Idee außer Zahlen? Na also. Wir hätten uns auf diesen blöden Deal gar nicht erst einlassen dürfen. Ach Quatsch, Uli. Wenn das mit dem Erbe geklappt hätte, dann wäre das alles kein Problem gewesen, aber so. Haben wir nicht unsere Ruhe, bis Gero endlich seine Kohle hat? Vielleicht können wir uns ja irgendwie mit ihm einigen. Sobald wir auch nur eine Mark zahlen, hat er uns genau da, wo er uns haben will. Dafür braucht er nicht mehr viel zu tun. Uli, die geben schon auf, wenn wir keine Angst zeigen. Oder glaubst du, die haben Bock, wegen Gero in den Knast zu wandern? Du, ich glaube, die tun für Geld alles. Das heißt also, dein Schützling erwartet demnächst, Ergebnisse präsentiert zu bekommen. Naja, ich habe ihn schon beschäftigt, aber das hindert ihn natürlich nicht daran, nachzufragen. Und dann streng dein Köpfchen mal an. Ach, was soll ich ihm denn sagen? Dass der Detektiv nichts rausgefunden hat. Damit habe ich ihn doch schon vertröstet. Wenn ich damit wieder ankomme, wird er das von ihm persönlich hören wollen. Wenn er sich nicht sowieso mit ihm in Verbindung setzt. Ja, dann miete dir doch einen Schauspieler. Oder nein, engagiere wirklich einen Privatermittler. Und wenn der mir auf die Spur kommt? Na wie denn? Es gibt doch überhaupt keine Beweise. Außer dem Präsentkorb an diesen Patrick. Und den hast du ja mittlerweile entsorgt. Jetzt sag bloß nicht, der steht noch irgendwo bei dir rum. Nein, natürlich nicht. Also dann hast du auch nichts zu befürchten. Wenn er doch noch irgendwas rausfindet, jeder ist käuflich. Egal wie, sorge endlich dafür, dass Dennis aufhört rumzuschnüffeln. Sie haben geläutet? Begleiten Sie Frau Schneider bitte hinaus. Mhm. Charlie, ich verlasse mich auf dich. Meistens sind es nur die Nebensächlichkeiten, auf die wir achten müssen, um die Präsentation im besten Licht erscheinen zu lassen. Ah ja? Und die wären? Wir sollten zum Beispiel auf die aufwendigen Lichteffekte verzichten. Ihre Mode steht für sich. Wozu irgendwelcher Schnickschnack? Störe ich? Im Gegenteil, guck mal. Herr Heinz hat ausgezeichnete Ideen. Weg mit dem Firlefanz, hin zum Produkt, das im Mittelpunkt steht. Alles in Ordnung? Barbara, es ist nur ein Foto. Stimmt irgendetwas mit der Aufnahme nicht? Nein, es ist nur der Kreislauf. Die Aufregung, der Stress. Würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Selbstverständlich. Möchtest du dich hinlegen? Nein, 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 es ist schon wieder gut. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du werden willst? Entschuldige, jetzt klinge ich wie ein Vater, der zu seinem 10-jährigen Sohn spricht. Ach du, wenn es dich tröstet, genauso fühle ich mich auch. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, welcher Job überhaupt zu mir passen könnte. Warum versuchst du es nicht in der Jugendarbeit? Habe ich ja auch schon drüber nachgedacht, aber irgendwie. Ich hab mal Lust auf was Neues. Frage ist nur was. Grüß euch. Dennis. Hallo. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ich wollte dir das Buch vorbeibringen und dann auch mal gucken, was du so treibst. Das Übliche. Was brichst du eben so tun? Beten, predigen und du? Arbeiten. Wir stellen noch Bilder bei Nick und Uli aus. Ich kümmere mich darum. Frau Schneider spannt dich ja ganz schön ein. Ist immer noch besser, als zu Hause rumzuhocken. Sobald mein Privatdetektiv rausfindet, wer dich hier umgefahren hat, kannst du den Typen verklagen. Toll. Im Moment habe ich andere Probleme. Du hast einen Privatdetektiv engagiert? Ja. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass er mehr rausfindet als die Polizei. Doch. Tillmann, was ist eigentlich mit deinem Verdacht, den du mal angedeutet hast? Ja, das war ein Federlang. Schade. Und wo ist Barbara jetzt? Sie hat endlich das getan, worum ich sie den ganzen Tag schon gebeten habe. Sie hat sich hingelegt. Du wirst sehen, die Ruhe tut dir gut. Hoffentlich träumt sie nicht noch von Nils. Was ist denn schon passiert? Barbara ist erschrocken, als sie ihn auf dem Bild erkannt hat. Was erwartest du nach allem, was er ihr angetan hat? Wenn sie nur erschrocken wäre, hätte ich ihr gar nichts gesagt. Aber sie ist ja fast zusammengebrochen. Du glaubst, sie hat die Entführung immer noch nicht verarbeitet? Sie hat diese schreckliche Geschichte einfach nur verdrängt. Würde sie etwas verdrängen, dann hätte sie auf das Foto mit Nils gar nicht reagiert. Also, sie hat sich völlig normal verhalten. Von der Seite habe ich sie überhaupt noch nicht betrachtet. Wäre doch aber möglich, oder? Hilft Dennis doch. Meinst du wirklich, das bringt was? Warum nicht? Außerdem, was spricht dagegen? Du hast im Augenblick nichts zu tun und du hast ein Interesse, dass der Fall aufgeklärt wird. Ja. So gut, wenn du meinst, ich denk drüber nach.
Sag einfach ja und denk lieber darüber nach, ob dir vielleicht noch ein Detail einfällt. Tillmann, ich habe diesen Unfall 1000-mal durchgespielt. Ich weiß nicht mehr. Aber du hast doch den Fahrzeugtypen erkannt, als du im Wagen hinterhergeguckt hast. Ja, warum? Könnte es nicht sein, dass du den Fahrer vielleicht gesehen hast, wenn auch nur von hinten? Tillmann, worauf willst du hinaus? Wenn der Täter jetzt lange Haare gehabt hätte oder Locken, dann kann es Dennis nicht gewesen sein. Stimmt. Dennis hat kurze Haare. Es tut mir leid. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie der Fahrer aussah. War auch nur so ein Gedanke. Davon können wir uns die nächsten 12 Jahre ernähren. Ach, du glaubst gar nicht, wie schnell das weg ist. Sag mal, was meinst du, wie lange Uli an der Tagesabrechnung sitzt? Ja, ich denke mal so eine halbe Stunde. Ach, dann lege ich mich noch mal 10 Minuten hin, bevor ich das Essen mache, ja? Okay. Wo kommen denn die Nudeln hin? Oh, Nick, das ist ja süß von dir. Wieso? Weil ich nicht weiß, wo die Nudeln hinkommen? Wann hast du die denn besorgt? Die sind nicht von mir. Ja, von Uli sind sie bestimmt nicht. Und sonst kommt hier niemand rein. Was ist das denn? Ich glaube, ich muss dir was erklären. Guten Abend, es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Guten Abend. Guten Abend, freut mich. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sieht so aus, als würde Clarissa durch Abwesenheit glänzen. Keine Sorge. Sie kommt. Ja, nur wann? Wenn du nicht bald anfängst, dann kriegt er noch einen Schlag. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja. Alles okay? Ja, bis auf die übliche Aufregung. Alles okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht versucht, einen Termin beim Therapeuten zu bekommen. Ich wusste von Anfang an, dass du das auch ohne fremde Hilfe schaffst. Was habe ich für einen klugen Sohn? Du solltest Arzt werden. Ich denke bei Gelegenheit mal drüber nach. Frau von Anstetten, unser Zeitplan. Wir müssen anfangen. Ja, auf in den Kampf. Wusste ich doch, dass du kommst. Ich würde mir doch nie eine deiner Präsentationen entgehen lassen. Wie heißt denn eigentlich das Motto deiner Kollektion? Variationen aus dem vergangenen Jahr? Viel Glück. Danke. Na, warte. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Es ist ihr schon vergangen. Richtig. Sie macht nur noch gute Miene zum bösen Spiel. Und der Typ neben ihr. Selbst wenn er lächelt, ist er mir unheimlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hi. Geht schon los? Sieht so aus. Hast du noch Lust, einen zu trinken? Bist eingeladen. Wie komme ich zu der Ehre? Ich möchte was mit dir bequatschen und das geht beim Alt besser. Von mir aus? Worum geht's? Zwei Alt. Ich habe noch mal über den Unfall nachgedacht. Vor allem, was danach passiert ist. Und mir ist was Komisches aufgefallen, dem wir vielleicht nachgehen sollten. Sagtest du wir? Dann war Gero also nicht wegen des Jacketts im Laden. Er will sein Geld. Und so wie es aussieht, schreckt er von nichts zurück. Lass euch nicht stören. Ich bin hier auch für Sparmaßnahmen, aber meint er nicht, ihr übertreibt langsam ein bisschen? Die sind von Geros Freunden. Was? Die waren in unserer Wohnung? Ja, als wir alle weg waren. Ja, wie sind die denn hier reingekommen? Keine Ahnung. An der Tür sind jedenfalls keine Spuren. Mann, das ist doch jetzt vollkommen egal. Tatsache ist, dass wir nirgendwo mehr sicher sind. Außer wir zahlen. Ich dachte, du wolltest nicht nachgeben. Ja, da wusste ich auch noch nicht, wozu die Typen in der Lage sind. Aber bevor die sich an uns vergreifen,
Das Problem ist nur, wo kriegen wir auf die Schnelle 400.000 Mark her? Ja, wir können ja jetzt schon einen Teil unserer Aktien verkaufen. Das bringt höchstens 100.000. Ja, über den Rest müssen wir natürlich mit Gero verhandeln. Und wenn er Nein sagt? Keine Sorge, ich mache ihm den Deal so schmackhaft, dass er zustimmen wird. Jetzt kommt der Höhepunkt. Moment. Wenigstens einer in der Familie, der Geschmack hat. Ja? Oh, das ist aber eine Überraschung. Blumen sagen eben doch mehr als Worte, was? Sicher, darüber lässt sich reden. Nein, nein, keine Angst. Wir werden uns schon einigen. Wir reden später. Jetzt wäre der geeignete Moment. Es interessiert mich brennend, ob Barbaras Therapie ein Erfolg war. Toll, dass Sie sich so engagieren, Dennis. Aber lassen Sie uns morgen darüber reden, was Sie bei Kontur erreicht haben, ja? Deshalb bin ich nicht hier. Es geht um den Unfall. Der Detektiv hat sich noch nicht wieder gemeldet. Macht nichts. Heißt das, Sie lassen die Sache endlich auf sich beruhen? Das heißt? Ich war schneller. Oh. Damit komme ich dem Täter auf die Spur. Natürlich beeinflussen äußere Umstände eine Kollektion. Mal mehr, mal weniger, klar. Hat noch jemand eine Frage? Wie ist Ihr Verhältnis zu Clarissa von Anstetten? Gut. Und Iris? Also so locker habe ich Mama schon lange nicht mehr erlebt. Was habe ich dir gesagt? Barbara steht die Präsentation mit Bravour durch. Was anderes hätte ich von deiner Mutter auch gar nicht erwartet. Abwarten. Clarissa setzt im Angriff an. Mein Glückwunsch, Barbara. Eine ganz entzückende Kollektion. Danke, Clarissa. Es freut mich, dass sie dir gefallen hat. Frau von Anstetten, mein Kompliment. Dankeschön. Ihre Kollektion ist wie einem Sommerfalter gleich, der goldene Düfte inhaliert. Yes.